Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, in der letzten Zeit wurde ich sehr oft danach gefragt, ob ich nicht mal so ein Tanztutorial drehen kann. Eher gesagt ein Bauchtanztutorial. Vorab möchte ich euch nur sagen, ich bin keine professionelle Bauchtänzerin, aber generell keine professionelle Tänzerin. Ich war zwar in einem Verein, aber ja, das heißt ja noch lange nicht, dass ich jetzt professionell tanze oder sonst irgendwie. Ich tanze einfach, weil es mir Spaß macht, weil ich gerne tanze. Ich liebe die Musik und ich liebe es einfach, mich dazu zu bewegen. Und ja, ich bekomme gute Laune davon. Wenn es mir scheiße geht, fange ich einfach an zu tanzen und ich vergesse alle Sorgen und es ist einfach, weiß ich nicht, ich liebe es einfach total. Und deswegen dachte ich mir doch mal, okay, viele haben sich das gewünscht und dann mache ich es mal. Ja, ich werde euch heute zeigen, wie ich diesen Bauchtanz mache in meinen Musical.ly's und ja, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen helfen. Ich weiß leider nicht, wie ich das so erklären soll, weil es wirklich schwer ist zu erklären, aber ich versuche es so gut wie es geht zu erklären, so dass ihr das versteht und ihr das zu Hause nachmachen könnt. Und ja, das ist eigentlich ganz einfach, also wirklich voll viele denken immer, das ist total schwer. Am Anfang ist es auch schwer, aber wenn man das einmal drin hat, dann, Leute, dann könnt ihr das. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an und ab zum Tutorial. Oh Mann, das kann man so lernen, ey. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen und wir fangen auch direkt mit dem ersten Schritt an. Und zwar, der erste Schritt wäre, ihr geht ganz leicht in die Knie, eure Beine etwas auseinander, aber nicht zu weit, ich würde eher so sagen hüftbreit. Und ganz wichtig, Brust raus, weil wenn ihr so tanzt, dann sieht es total bescheuert aus, meiner Meinung nach. Und der Tanz ist ja ziemlich sexy und man möchte natürlich auch sexy wirken. Deswegen Brust raus, aufrecht stehen und dann sieht das auch ganz anders aus. Ihr müsst wirklich immer dran denken, die Knie müssen wirklich immer leicht gebeugt sein. Also immer leicht in die Knie gehen. Weil wenn ihr so steht, so steif, dann sieht es total panne aus. Also das wird nichts. Das kann ich auch nicht. Aber kommen wir zum nächsten Schritt, um unsere Hüfte zu bewegen. Streckt ihr ein Bein durch. Ich nehme jetzt mein rechtes Bein. Das andere bleibt geknickt. Also nicht durchstrecken. Das bleibt so, wie es ist. Konzentriert euch nur auf das eine Bein. Ich nehme jetzt, wie gesagt, das rechte. Und das strecken wir jetzt durch. Und seht ihr, was passiert? Durchstrecken, knicken. Durchstrecken, knicken. Ich mache es mal langsamer. Durchstrecken, knicken. Oh mein Gott, das ist total komisch, so ein Tutorial zu drehen. Was ihr auch machen könnt, das hilft, glaube ich, auch dabei. Und zwar nehmt ihr eure Hand und wenn ihr durchstreckt, dann geht mit der Hüfte, als ob ihr die Hüfte so hochzieht. Wisst ihr, was ich meine? Und dann, wenn ihr wieder in die Knie geht, drückt ihr das so runter. Vielleicht hilft es euch sogar ein bisschen. So, und das Gleiche macht ihr jetzt auf der anderen Seite auch so. So, wenn ihr diesen Schritt schon gut hinbekommt, dann könnt ihr das jetzt ein bisschen schneller machen, mehr mit Power. Das sieht dann so aus. Und wenn ihr das auch gut hinbekommt, dann könnt ihr das natürlich noch schneller machen. Das sieht dann so aus. So, nächster wäre dann nicht mehr rechts, rechts, rechts und links, 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 sondern rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ja. Wieder in die Knie gehen. Und jetzt machen wir das ganz langsam. Und zwar fangen wir mit rechts an. Rechts streckt durch, geht in die Knie. Dann linkes Bein streckt durch, geht in die Knie. Und das macht ihr immer wieder hintereinander. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und wie gesagt, wenn ihr das auch schon gut hinbekommt, dann ein bisschen mehr Tempo und Schwung und dann sieht das Ganze so aus. So, kommen wir zum nächsten Teil und zwar die Schlange, würde ich so sagen. Das wäre die hier. Ich
fange wieder mit dem rechten Bein an. Wir gehen in die Knie. Diesmal ruhig ein bisschen mehr in die Knie. Jetzt machen wir fast das gleiche wie gerade, aber jetzt aufgepasst. Und zwar strecken wir das rechte Knie nicht komplett aus, sondern weil wir jetzt mehr in die Knie gegangen sind, heißt es, wir können es nur ein bisschen strecken und die Hüfte geht schon nach oben. Aber die rechte Seite ist noch ein Stückchen geknickt. Wo ihr euch auch mega drauf konzentrieren müsst, ist euer Oberkörper, also ab hier würde ich sagen. Weil das darf sich nicht bewegen. Das darf nicht mitgehen, also mit den Bewegungen mitgehen, sondern es muss auf einer Stelle sein. So, jetzt geht eure Hüfte zu der Seite und ihr zieht die schön hoch und drückt so weit wie es geht zur Seite und lässt sie wieder runterkommen. Das heißt, ihr müsst einen Bogen mit der Hüfte machen. Benutzt ruhig eure Hände, weil das hilft, finde ich. Tut so, als ob ihr irgendwie so einen Faden habt und ihr zieht richtig da dran. Und konzentriert euch auch auf euren Oberkörper, damit der sich bloß nicht mitbewegt. Ich weiß, es ist ziemlich schwer. Das macht ihr jetzt mit der anderen Seite. Könnt auch so machen. Und das machen wir jetzt wieder rechts, links, rechts, links. Wir können ruhig ein bisschen auf die Zehenspitzen gehen. Ich finde, das ist tausendmal einfacher, weil so kann ich das, also so kann ich das schon, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich das so besser, wenn man auf den Zehenspitzen steht. Also ihr könnt euch jetzt ruhig auf die Zehenspitzen stellen und dann geht das Ganze viel, viel einfacher. So, das waren jetzt ein paar Schritte, die ich euch gezeigt habe. Ich kann euch noch weitere Schritte zeigen, aber ich möchte natürlich auch wissen, wie das Video bei euch so ankommt. Ich hoffe, dass ich euch etwas helfen konnte. Leider im Erklären bin ich überhaupt nicht gut, deswegen ich habe es jetzt wirklich versucht, es leicht zu erklären, so dass ihr das irgendwie verstehen könnt. Ich habe mir wirklich sehr Mühe gegeben, deswegen nehmt mir das bitte nicht böse. Ihr könnt gerne Kritik oder Tipps mal in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht demnächst anders machen kann. Und lasst es mich wissen, ob ihr solche Videos noch sehen wollt und ob es euch gefallen hat. Das würde mich mega freuen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schaltet die Glocke ein und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.